Break gegen 17, ich weiß nicht. Gegen Scouty. Scouty, weißt ja. du, wie wir das Scoreboard aktualisieren können? Nee. Tatsächlich, also okay. Das wird aus der Regie gemacht. Ja, genau, das wird die Regie gemacht. Ah, safe, okay. Ja, Leute, Break und Scouty, beides Leute, beides Spieler aus unserer Region. Break spielt... Ah, nee, das ist Fuego Elo, nicht Scouty. My bad. Wir sehen Fuego Elo gegen Break. Fuego Elo spielt Lucina, Break spielt Ike. Break auch bekannt dafür, Roy zu spielen. Fuego kenne ich tatsächlich mittlerweile nur noch als Lucina. Früher hat er noch Youngling gespielt. Insofern bin ich jetzt hier gespannt, weil das ist das klassische Mid-Seed-Battle. Beide können es holen. Ja. Haben auch ähnliche Charaktere. Beide sehr langsam, mit einem großen Schwert. Ja. Ohne Sweet Spot. Ike hat halt ein bisschen mehr Range, ist dafür ein bisschen langsamer. Bin ich gespannt, wie sich das dann hier ausspielt. Wie wir sehen, hat Break auch schon den ersten Stock geholt. War aber sehr langsamer, 90-sekündiger Prozess. Ja. Wo es auch sehr even war bis zu dem Punkt. Der ist alles ein bisschen langsamer als Double, ne? Ist halt, man hat halt zwei Charaktere weniger auf dem Feld. Da passiert dann ein bisschen weniger und man kann sich eben deutlich besser darauf konzentrieren, was der Gegner macht und darauf reagieren. Ja, genau. Also Doubles ist sehr chaotisch. Ist auch immer relativ unpredictable, wer da gewinnt und so. Weil man kann halt nicht immer komplett durchsehen oder alle möglichen Interactions irgendwie kommen sehen oder so. Ja, man sieht Break auf jeden Fall gerne am Recovern mit Air Dodge oder mit Side B oder so, weil die Up-B von Ike extrem exploitable, besonders wo Lucina einen Konter hat. Oha, jetzt hat er noch einen Stock geholt. Das ist ein Lead. 2-1. Muss Fuego jetzt schauen, wie er das zurückholt. Ah, okay. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. Ja, kriegt schöne 46. Kriegt hier gut. Oh ja, der Dolphin Slash als Combo-Breaker, richtig gut. Jab out of shield, okay. Wird afted. Fuego hängt sich jetzt rein, der will das zurückholen. Ja. Und das sieht auch, bis eben sah es auch ganz gut aus, aber jetzt macht Break die Up-B und das war's. Nee, hat deutlich weniger Knockback gemacht, als ich dachte, aber jetzt war's das. Das schafft er nicht zurück. Ja, da kommt nicht zurück. Game 1 geht an Break. Boah, und das auch noch mit zwei Stocks übrig, ne? Also da dann recht dominant tatsächlich dabei. Dementsprechend hier natürlich. Ja. Die Singles spielen wir auch im Best of 3? Nee, es ist tatsächlich alles Best of 5 jetzt, Best of diesmal. Five. Das heißt, Fuego hat auch mehr als genug Zeit, das noch zurückzuholen. Ja. Er war ja auch so ein bisschen im Comeback-Modus in dem Game gerade. Insofern erwarte ich jetzt die Adaption in Game 2. Town and City, okay. Große Stage. Alles tötet early zur Seite. Ich hätte jetzt gesagt, Town and City vielleicht gar nicht so schlecht für. Ja, wobei, eigentlich ist es für beide Charaktere ungefähr gleich, würde ich sagen. Ja. Ike tötet halt sehr gerne nach oben. Das geht auf Town City halt nicht so schnell wie zur Seite, aber Lucina ist auch nicht so krass im zur Seite killen irgendwie. Ja, und jetzt mal gucken, wer diesmal die Oberhand kriegt. Ja, kann. Diesmal hat direkt Fuego neutral gewonnen. 3 Up-Tilts, 30%, okay. Ey, ich höre mich selber. Wahrscheinlich. Ja, stimmt. Hallo Niklas! Wir vom Dings. Genau. Die Tür tatsächlich offen, aber das wird schon gefixt. Ich sehe es gerade. Genau, und hier tatsächlich sehr, sehr gut gemacht, ne? Von Fuego. Ja, Fuego spielt das jetzt deutlich cleaner als im ersten Game. Er spielt vorsichtiger. Er wartet so ein bisschen darauf, bis Break was wirft und dann. Oh, jetzt wäre ein Konter gut gekommen. Das ist eine Option, die noch nicht ganz on top of his mental stack ist bei Fuego, habe ich das Gefühl. Ja. Aber als Edge Guarding auf jeden Fall viable gegen Ike. Jetzt zum Beispiel auch Konter. Ja, okay, er hat's gemacht. Ja. Diesmal hat er es gemacht, safe. Nice. Sehr, sehr schön. Und haben sich jetzt echt also, guten Vorteil erarbeitet. Theoretisch kann Ike die Side B auch an die Ledge machen, aber wo Break das halt so gerne auf die Stage macht, das ist nur Konter, bietet sich das natürlich an. Jetzt, wo Fuego ein Lead hat, sieht es auch viel, viel schwieriger aus für Break. So, ich muss sagen, Fuego spielt sehr gut. Er hält ihn so ein bisschen raus, baut so eine kleine Wall auf. Oh, er geht für den Spike. Ah, jetzt hätte Fuego aber kontern können. Die Up-B, das ist auf jeden Fall deutlich leichter zu kontern als die Side-B. Oh, aber stark. Sehr, 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 ich glaube, Fuego holt das Set. Sieht echt gut aus. Er spielt auch clean, finde ich. Ja. Break also spielt sehr, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Break nur noch am Verteidigen. Die ganze Zeit im Disadvantage. Gerade hat er versucht zu reverseln, hat aber nicht geklappt, weil Combo nicht bekommen hat. Es könnte ein 3-Stock werden. Ja. Ja, okay, die Up-B von der Ledge, das machen Ike-Spieler gerne. Ist auch echt stark der Move, aber weil es nach links gesendet hat, nicht gekillt. Aber der F-Tilt killt.
Und wieder ein bisschen versuchen zurückzukommen. Ja, jetzt konnte er nicht kommen wegen der Plattform. Aber das jetzt kommt der Edge sehr stark aus. Noch mal gerne aber Abbie. Das machen Ikes irgendwie oft. wenn das wirft, kann man halt auch wieder an die Ledge, deswegen ist es nicht so unsafe. Ja. Ja, da war es wieder. Cover, ja. Also ist halt auch ein sehr guter Anti-Air-Option. So, es covert schön im Bereich vor dir oben. Ja. Wenn der Gegner auf dich zuspringt, ist das dann eine ganz gute Attacke. Oha, Jab 1 wollte er hier irgendwie Schnelligens machen. Ich wäre für Jab 2 gegangen, glaube ich. Es wird nochmal ein bisschen knapper die Super, hier. Die Super Armor von der Abbie. Jetzt sind beide Last Stock, aber Fuego mit einem guten Lead. Ja. Oh, der Shieldbreak, das war's, ja. Das kann er gar nicht choken. Ja. Okay, ja, 1-1. 1-1, Ausgleich ist da. Spannende Sache. Sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, also besonders der Anfang war sehr, sehr clean. Da auf jeden Fall gut gegengearbeitet, hat ja 3-1 Stocks zwischendurch. Klar, ein bisschen zurückgefallen, aber letztendlich konnte er diese Runde an sich reißen. Und damit sind wir auf jeden Fall in der Series, die wir hier uns ansehen können. 1-1. Also einer muss ja auf 3 kommen. Genau. Und da, um die Series hier zu gewinnen. Also ist das so oder so noch nicht das letzte Game. Genau. Es gibt noch mindestens eins danach. Aber Fuegos Lucina, nice zu sehen, finde ich. Relativ clean. Ja, er bleibt auch. Lucina macht den Sinn. Ja. Alle bleiben soweit erstmal auf ihren Charakteren. Bisher, heute hat auch noch keiner, zumindest on-stream, gewechselt zwischen den einzelnen Matches. Ja, es wird schon noch passieren, denke ich. Ja. Ja, haben jetzt gerade erst angefangen. Und jetzt die Stages müssen, ist das die gleiche nochmal? Nee, das ist kleiner, jetzt eine, ne? Deutlich kleinere Stage, ja. Weniger Platz, um auszuweichen. Definitiv, aber macht irgendwie nicht so viel Unterschied bei den Matchups. Haben halt, beide haben keine Projektile, also beide haben eigentlich nichts außer ein langes, großes Schwert. Ja. So. Und dementsprechend finde ich irgendwie, dass das gar nicht so relevant ist, die große Stage ist. Das stimmt natürlich. Der Grab, ja, das war sehr klar. Ich hätte gedacht, dass Fuego jetzt vor Dodge oder jumpt. Ist eigentlich klar, dass Break ihn grabben will. Das klappt nicht. Oh, doch, er hat es getimed. Damn. Nicht schlecht. Break mit der Two-Frame-Nutobi. Yep. Jetzt eine kleine Combo starten. Na, okay, er ist dann aber für den Up-Smash Air-Dodge-Read gegangen. Der Air-Dodge kam aber nicht. Aber jetzt hier starker Advantage mit den Juggles. Ja, ist so ein bisschen hin und her, ne? Irgendwie erst dominiert der eine das Match, dann kommt jetzt Break wieder zurück und sagt, jetzt bin ich wieder dran. Deswegen streamen wir es ja auch. Also sie haben beide so einen mittleren Seed. Also sind beide predicted, so nicht das Turnier zu gewinnen, aber auch nicht hart zu verlieren. Ja. Und dementsprechend ist es dann besonders spannend und unpredictable. Und wie man hier auch sieht, ist es sehr even. Also es ist auch nicht abzusehen, wer gerade dieses Game oder überhaupt das Set holt. Oh, aber die Dash Attack. Ich sehe auch gerade, Drake hat noch 3 Stocks. Mhm. Also ist es doch nicht so even. Ja. Sie sind ein bisschen der Bildschirm vor. Ja. Mal gucken, ihr könnt es natürlich. Aber Fuego könnte es halt theoretisch zurückholen, wenn er das Patient macht. Aber sieht gerade nicht gut aus. Oh! Greg ist Lead fast. Aber ich glaube, da kann Fuego nicht mehr viel machen. Der Lead ist jetzt zu krass. Ja. Greg muss das nur noch closen mit 2-3 Attacken. Ah, man kriegt jetzt hier den einen Stock. Ja, aber ein Trade war drin. Der Trade war auch gut. Da ist noch welche übrig. Bis jetzt müsste man. Ja, aber bekommen. Bisher sieht der Advantage gut aus. Break wurde einmal getroffen. Oh, okay. Der Versal war krass. Näher into Back Air. Oh, schöne Recovery von Fuego hier. Erst mit der Side B gestalled und dann die Up-B sehr früh. Oh, damn. Ja, das scheint relativ consistent zu sein. Nicht schlecht. Ja. Gute Option. Sieht auch cool aus, Alter, dieser Zoom-In. Ja. Ja, damn. 2-1 für Break. Zweiter Punkt hier für Break. Und damit ist er jetzt auf dem Matchpoint. Er kann jetzt im nächsten Match sich die Game 4. Wir gehen wieder zurück auf Town and City. Bisschen Stage, größere die wir Map. Eben auch hatten. In dem Game davor, genau die größere. Ja, mal sehen, ob Wake das jetzt zumacht. Oder ob wir ein Game 5 sehen. Oh, es gibt ja auch den Chat. Yo, Score Commentary, let's go, Fuelo.
Wer kommentiert da als zweites? Wer bist du? Linus. Genau, The Lines. Arbeitest du hier? Oder? Genau, ich bin vom Key Gaming Port Team quasi und bin jetzt hier heute als Kommentator mal eingesprungen, weil wir nicht so viele Leute mehr hier hatten. Genau, aber macht ja immer mal Spaß, immer neue Sachen auszuprobieren. Und hast du irgendwie Smash gespielt schon? Oder? Ich spiele Smash doch ungefähr zweimal im Jahr. Okay. Und dementsprechend nicht so viel Ahnung dabei. Genau. Aber gestern zum Beispiel habe ich mal wieder ein, zwei Matches gespielt. Aber da ist wirklich kaum was dran. Und wir sehen tatsächlich wieder Fuego hier. Ja, am Anfang des Matches Ball da. Oh, der Punish war gut. Jetzt der Edge Guard mit dem Counter? Nee, leider nicht. Was hat Rob noch geschrieben? Fuelo hat mich gestern im First to Five. 5-0'd, also will ich heute Breakout-Performance sehen. Ja, also da hat er schon mal den richtigen Gegner für die Breakout-Performance. Weil der Gegner literally Break heißt. Jetzt muss er ihn nur noch outen und dann ist es halt schon der Breakout. Yep. Breaks up ist zu stark, ja. Auch ist auch eine starke Option mit der Super Armor und dem übelst krassen Knockback. Oh, guter Edgeguard hier mit der Forward Air von Fuego. Rob hat noch gefragt, alles best of 5? Yep. Hast eine sympathische Kommentierstimme, finde ich. Das ist an dich gerichtet, glaube ich. Sehr gut, das freut mich. Ja, ich kommentiere halt normalerweise League of Legends. Ah, okay, Das mache ich dann tatsächlich häufiger. Da hast du dann noch mehr Ahnung. Da habe ich dann auch mehr Ahnung, genau. Aber keine Sorge, Smash ist ein sehr simples Spiel. Ja. Ich finde nicht, dass das jetzt super viel ausmacht, besonders wenn du noch einen Co-Commentator hast. Ja. Boah, aber... Boah! Schöner Stock von Break hier. Der ganze Advantage war schon richtig clean und dann die Downer hat gesessen. Ja. Ich finde, das sieht man auch nicht oft, dass ein Ike jemanden spiked so. Ist schon einer von den Spikes, die eher weniger geused werden, will ich behaupten. Ich habe noch nie in meinem Leben SDN jemanden spiken sehen, glaube ich. Er hat das bestimmt schon tausendmal gemacht, aber ich habe es halt noch nie gesehen. Oh ja, das war auch ein schöner Ledge-Trap. Wusste er, glaube ich, dass gerollt wird. Hier wieder die Upbeat an der Ledge. Der Klassiker tötet halt nie, aber ist trotzdem extrem stark. Ja, der jetzt versucht mit dem FT. Drake will das Ganze hier jetzt tatsächlich. Er will es zumachen, zu Ende machen. Er braucht auch nur einen starken Hit und ist over. Oder zwei Hits. Ja, das hätte es schon fast. Es war super knapp. Eins. Ja. Der Edge Guard und dann hat das. Oh, der Parry von Fuego, aber das reicht fast. Ja, super knapp. Ja, ein Hit jetzt noch. Oh, das ist sehr gefährlich. Aber Break hat ein bisschen zu früh losgelassen. Ja. Und man kann hier nochmal den einen Stock holen. Jetzt, wenn jetzt Fuego einen clean Stock spielt, dann haben wir das Game 5. Aber gerade sieht es eher so aus, als würde Break das jede Sekunde mit dem F-Til zumachen. Ja, aber er will es auf jeden Fall beenden. Oh! Aber die Dodges sind mal auf jeden sehen, Fall da. Wie Fuego jetzt. Okay, Fuego entscheidet sich, ihn Offstage zu werfen. Versucht hier mit einem Edge Guard. Was auch gar keine schlechte Idee ist, finde ich. Oh, es sieht sehr gut aus gerade für Fuego, finde ich. Dieser Advantage State. Oh, okay. Ich habe jetzt den Jetblock. Ich habe so den Jetblock kommen sehen. Das war's. Ja. GG an Break. Oh. Nein! What? Wow. Oh, damn. Vielleicht war die Abi sogar ein bisschen stale. Es hat halt echt super weit gelauncht ins andere Ende der Stage. Aber ich dachte, das tötet trotzdem safe. Bei 152? Ja. Bisschen ist das eigentlich der schwerste Charakter. Oh, was? Die Dash Attack? Das ist jetzt so knapp. Ich dachte fast, die hätte den Roll gecatcht. Damn, das ist echt knapp. Jeder Schlag kann jetzt der letzte sein. Ja, beide sind Last Hit. Break jetzt vorsichtig. Das war's jetzt. GG ist an Break. 3-0. Damn. Hätte ich nicht gedacht, dass Fuego die Abi noch überlebt, aber hat am Ende keinen Unterschied gemacht. War noch scary. Break auf ist jeden bestimmt Fall. Das Herz nochmal stehen geblieben. Ja. Aber wahrscheinlich auch nicht so schlimm, weil wäre ja auch nur zu Game 5 gekommen. Hätte er trotzdem zumachen können dann.